Was hast du vor? Was machen wir heute? Also ich würde gerne mit dir heute das Drama der Photosynthese erzählen. Das ist eine kosmische Geschichte. Maria Montessori hat uns ja kosmische Erzählungen hinterlassen und aufgefordert, Geschichten zu erzählen. Ich habe diese Geschichte kennengelernt bei Klaus Kaul, ich glaube du auch. Und die Geschichte, die ich heute mit dir erzählen will, enthält auch Elemente von Elke Kötting. Und jetzt hast du jede Menge zurechtgelegt. Was liegt da alles? Also erstmal kannst du den Baum sehen und der hat hier so seine Baumwurzeln, die in eine Wasserader ragen. Und hier ist ein Wassermolekül zu sehen. Das besteht ja aus zwei Wasserstoffatomen und einem Sauerstoffatom. Das ist zweiarmig, die sich gut einhaken können. Und dann kannst du hier Kohlendioxid sehen. Kohlenstoff ist vierarmig und Dioxid, die zwei Sauerstoffatome, die sich da einhaken. Und dann siehst du hier noch unsere Chloroplasten. Also im Grunde bräuchten wir hier nur ein Blatt, wir bräuchten keinen ganzen Baum. Aber Chloroplasten sind ja in den Blättern enthalten und in unserer Geschichte sind es Pflanzenelfen. Jedem Blatt einer Pflanze sind grüne Teilchen anzutreffen. Man kann sie nicht so gut mit bloßem Auge sehen, aber vielleicht unter dem Mikroskop. Sie heißen Chloroplasten. Hier in unserer Geschichte sind sie ziemlich große Pflanzenelfen. Sie sagen, wir wollen Nahrung produzieren für die Pflanze. Wir brauchen Wärme, also Energie. Wer hat wohl so richtig viel Energie? Die Sonne. Das wussten die Chloroplasten schon vor Jahrmillionen. Die Chloroplasten laden sich nun mit Energie auf, sie tanken sie richtig. Und jetzt können sie rufen. H2O, wir brauchen euch. Hey, ihr Wassermoleküle, kommt her. Die Wassermoleküle hören die Rufe der Chloroplasten und machen sich direkt auf den Weg. Den kennen sie übrigens in- und auswendig. Sie müssen durch die Wurzelspitze, durch den Stamm in die Baumkrone zu den Blättern, wo die Blattfabrik ist. In jedem Blatt gibt es eine kleine Öffnung, sie heißt Spaltöffnung. Sie öffnet sich immer nur einen kleinen Spalt, so ungefähr wie eine Fahrstuhltür, und schließt sich auch gleich wieder. So nehmen sie die Moleküle aus der Luft auf. Auch sie kannst du nicht sehen. Sie tragen den Namen Kohlenstoffdioxid. Und Kohlenstoffdioxid kommt. Und jetzt ist ein Chaos. Alles wird vermischt. Aber dann sagen die Chloroplasten, was ist hier los? Das geht ja überhaupt nicht. Hier ist viel zu viel Rot. Das Rot muss raus. Sie wissen genau, wie viel Sauerstoff sie brauchen. Zum Glück kennen sie nämlich das Rezept und sie wissen, was serviert werden muss, damit der Pflanze nicht schlecht wird. Nehmt euch an die Hand. Geht immer zu zweit. Ihr seid ja gerade erst gekommen. Nun werden sie schon wieder rausgeschmissen. Dass sie so genau wissen, wie viel es sein müssen, nämlich 6 Moleküle, ist logisch. Es waren ja auch 6 Wassermoleküle und 6 Kohlenstoffdioxidmoleküle. Und was passiert jetzt mit dem Rest? Auch da wissen die Chloroplasten genau Bescheid. Sie haben ein Rezept, nach dem sie seit Jahrmillionen kochen. Um nach diesem Rezept zu kochen, brauchen sie zuerst den Kohlenstoff. Der kommt in die Mitte, weil er so verbindungsfreudig ist. Er hat die meisten Ärmchen von allen Atomen, nämlich 4. Und daran schmiegen sich nun die Wasserstoffatome an. Sie haben jeweils ein Ärmchen. Das sind die Schalen des Atoms. Und damit alles schön angerichtet ist und auch sehr schön aussieht, kommt nun noch Sauerstoff dazu. Sauerstoff hat 2 Ärmchen. Und so entsteht ein Kreis oder auch eine schöne Kette, wie manche sagen. Das Ergebnis der Photosynthese ist also Glucose. Auch Traubenzucker genannt. Wissenschaftler nennen diese Nahrung C6H12O6. Und wenn ihr jetzt in die Natur geht, dann freut euch über die grünen Bäume und die süßen Äpfel.